frühen Ach skizziert Goethe ja quasi in einem Federstrich seine Hauptfigur. Außerdem gibt Goethe mit diesem Ach auch einen Überblick über seine eigenen Lebenskrisen. Goethe war ja kein glücklicher Mensch. Ich erinnere nur an seinen Ausspruch gegenüber Eckermann, das war, glaube ich, am 27. Januar 1824. Da sagt er zu Eckermann, mir geht's ja nicht gut. Moment, Moment, er hat zu Eckermann wörtlich gesagt, wörtlich, dass ich in meinen 75 Jahren keine 4 Wochen eigentliches Behagen gehabt. Du weißt es also. Ja, dann mach's bitte auch so. In einem hochgewölbten, engen, gotischen Zimmer, Faust und... Ich glaube, ich fange doch mal noch besser von vorne an, oder? Johann Wolfgang von Goethe, Faust, der Tragödie, erster Teil. Nacht. In einem hochgewölbten, engen, gotischen Zimmer, Faust unruhig auf seinem Sessel am Pulte. Faust, habe nun... Ach, Philosophie! Das Ach gilt übrigens als zentrale Vokabel des Sturm und Drang, wie Sie wissen, quasi das Schlüsselwort einer ganzen literarischen Epoche. Das wollte ich noch erwähnen, aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Johann Wolfgang von Goethe, Faust, der Tragödie, erster Teil. Nacht in einem hochgewölbten, engen, gotischen Zimmer, Faust unruhig auf seinem Sessel am Pulte. Faust, habe nun... Ach, nein, viel... nein, nein, nein. Entschuldige, entschuldige. Faust ist alt. Das ist ein alter Mann. Verstehst du? Das Ohr führt die Zunge. Und wenn der Satz nicht von Goethe ist, dann ist er von mir. Vielleicht hilft es dir, wenn wir das Licht etwas abältern könnten. Können wir das Licht etwas ältlicher gestalten? So, ich glaube, jetzt müsste es gehen. Nochmal von vorne? Aber flott. Johann Wolfgang von Goethe, Faust. Der Tragödie, erster Teil. Nacht in einem hochgewölbten, engen, gotischen Zimmer, Faust unruhig auf seinem Sessel am Pulte. Faust, habe nun... Ach, nein, nein, nein! Du musst das Alter spüren, verstehst du? Nicht spielen, spüren. Der Körper hört schließlich mit. Beweg dich doch mal wie ein alter Mann. Steh mal auf wie ein alter Mann. Ich will dir doch nur helfen. Du musst doch spüren, wie das Wasser die Beine hochsteigt, wie der Kalk in den Gelenken knirscht. Steh mal auf wie ein alter Mann. Sehr schön. Und jetzt noch ein bisschen zittern. Sehr schön. Ich glaube, jetzt hast du es. Dann machen wir weiter mit Vers 386. 386. 300. Ja. O, säst du voller Mondenschein. Ruhig älter. O, säst du voller Mondenschein. Jetzt ziehe dich nicht so. Mal richtig alt. Du musst doch nicht gleich übertreiben. Der Mann ist doch noch nicht tot. Oh, säst du voller Mondenschein. Versuch's doch einfach mal ohne Zähne.
Rehstuhl. Sehr schön. Sehr schön. Toller Mondenschein. Zum letzten Mal auf meine Pein, den ich so manche Mitternacht an diesem Pult herangewacht, dann über Büchern und Papier trübseliger Freund erschienst du mir. Ach, könnte ich doch auf Bergeshöhen in deinem lieben Lichte gehen, um Bergeshöhne mit Geistern schweben, auf Wiesen in deinem Dämmerweben von allem Wissensqualm entladen, in deinem Tau gesund mich baden. Weh, stecke ich in dem Kerker noch? Kerker ist eine hochinteressante Vokabel an dieser Stelle. Hier setzt Goethe praktisch den dramaturgischen Boden an. Die ganze Tragödie endet ja im Kerker, das ist hier schon implementiert. Bitte weiter. Stecke ich in dem Kerker noch, verflucht das dumpfes Mauerloch, wo selbst das liebe Himmelslicht trüb durch gemalte Scheiben bricht, mit Gläsern, Büchsen rings und steht, mit Instrumenten vollgepfropft, Urväter, Hausrat, dreingestopft, das ist deine Welt. Das heißt, eine Welt. Flieh ist übrigens auch eine Vokabel, auf die ich ganz gerne an dieser Stelle noch mal hinweisen möchte. Flieh ist die Vokabel, an der die feministische Goethe-Forschung ansetzt. Flucht, fliehen, fliegen, wir werden das noch häufiger zu hören bekommen. So, das ist also der Anfang und wie Sie bemerkt haben werden, bemühen wir uns heute Abend um größtmögliche Werktreue. Deshalb ist der Faust heute Abend auch nur gelesen. Goethe selbst hat den Faust ja auch immer nur gelesen gehört oder gelesen. Es gab zu seinen Lebzeiten vielleicht 2 oder 3 Aufführungen des Faust. Die erste war, wenn ich mich recht erinnere, damals in Braunschweig. Aber mein Gott, wer fährt schon nach Braunschweig? Dennoch, es ist ein unübertroffen komplexes Stück. Ich glaube, so viel können wir jetzt schon sagen. Das Licht können wir, glaube ich, wieder normalisieren, weil das Alte hast du ja jetzt, oder? Ja! Okay. Trotz des fast schon exzessiv verwendeten Ach gehört der Faust, streng wissenschaftlich genommen, nicht wirklich zum Sturm und Drang, der Clavigo hingegen schon. Ich habe übrigens mal eine Aufführung des Clavigo beigewohnt in Bad Nauheim. Ich weiß zwar bis heute nicht, worum es bei Clavigo geht, denn ich war damals aus unerfindlichen Gründen in Gedanken. Deshalb habe ich vom Clavigo auch nichts verstanden, aber damals habe ich den Faust zum ersten Mal verstanden. Die Geschichte ist im Grunde schnell erzählt. Erst konfrontiert sich ein alter Mann mit seinem Wissen und muss feststellen, dass das Leben davon vollkommen unberührt geblieben ist. Also fängt er noch mal ganz von vorne an, will unbedingt eine große Liebe und kaum hat er sie, will er sie unbedingt wieder loswerden. Das ist es im Grunde. Ohne Skrupel, aber unglücklich. Mit anderen Worten, ein Stück über das Ach. Ohne Happy End, aber mit damals noch vollkommen unbekannten und sehr schwierigen Themen, wie zum Beispiel die Quantenphysik oder die Psychoanalyse. Ein Stück über das Ach, über das Scheitern, das musste praktisch zum deutschen Nationalepos werden. Was übrigens in der nächsten Szene noch deutlicher herausgearbeitet ist. In dem Erkennen, dass er alles weiß, um nichts zu verstehen, sieht er natürlich in seinem Leben keinen Sinn mehr und will sich umbringen. Wir machen weiter mit Vers 701.